Und damit. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge des Command Conquer 3 Tiberian Sun Let's Plays, wo wir ja hier gerade dabei sind, dass wir eigentlich eine Recycling-Anlage, wie heißt das Ding, aufbauen sollen. Einheit bereit. Wie ist denn der Name jetzt? Da war es stand. Es stand gerade oben. Ich hätte es nur lesen müssen. Einsatzziele. Eine Abfallanlage, eine Tiberium-Abfallanlage aufbauen sollen und momentan hier unten die Ressourcen abbauen, ein bisschen Angriffsverlust hatten und jetzt uns hier erstmal deffen wollen, bevor ich die Karte weiter erkunde. Uiuiui. Uiuiui. Trifft es am besten, wenn ich das da sehe. Einheit bereit. Ich noch nicht weiß, ob die hier irgendwann Angriff kriegen. Haben sie alle die 5? Haben alle. Wie fehlen mir denn? 3? Ein Sammler würde mir noch fehlen. Den geben wir mal in Auftrag jetzt. In der Hoffnung, dass das hier passt mit den Angriffen. Ich muss noch kurz schauen, was ich hier als nächstes bauen wollte. Ich glaube, das sind Nordmod-Panzer und Dingens und Artillerie könnte man noch bauen, zur Dev in die Basis reinstellen. Nicht die dümmste Idee, Artillerie in die Basis hinzustellen. Das machen wir direkt mal. Ein bisschen Dev in die Base. Könnte man auch sogar hier unten Dev hinstellen, ins Tiberium-Feld. Wir produzieren mal 5 Artilleristen. Und müssen bald gucken, dass wir die Karte weiter erkunden, um zu schauen, was hier ist. Aber alles zu seiner Zeit. Wir mussten letzte Folge uns ja erstmal davor retten, beziehungsweise letzten Folgen, dass wir uns überhaupt hier wieder aufbauen konnten. Es war ja kurz davor, dass es massiv in die Hose ging. Wirklich massiv. Und ich auch noch nicht weiß, was ich hier alles noch aufbauen muss und was mir fehlt, damit Einheit bereit. Ich keine ernstzunehmenden Probleme kriege. Und du kommst auch mit zur 5. Du gehst. Bau abgeschlossen. Ja, abbauen. So, das habe ich gerade absichtlich mal ein bisschen gebaut. Einsatz hier nicht möglich. Und hier seht ihr schon, es wird dringend gebraucht, die Artilleriegeschütze hier aufzustellen. Und eigentlich müssten wir auch noch mal weitere Sachen bauen, da ich ja nicht weiß, was mir alles fehlt, damit ich das bauen kann, was ich brauche. So, das kommt dahin. Den stellen wir am besten direkt hier unten schon mal hin. Dann defft der nämlich schon mal das hier, was sich da immer sammelt. Und ja, das. Mal gucken, ob die Position mir gefällt. Ich werde das rauskriegen. Theoretisch hat er genug Range, dass das reichen müsste. So, bau dich auf. Und? Er schießt nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich helfe mal kurz nach. Jetzt macht er von alleine weiter. Perfekt. So. Du stellst dich dorthin. Und baust dich auf. Perfekt. Bei denen hier bin ich mir noch nicht sicher, ob ich damit zufrieden bin. Wir stellen gleich ein Artilleriegeschütz hier mitten ins Erzfeld. Und die anderen beiden stellen wir hier unten rein. Und dann gucken wir mal, was wir überhaupt aufbauen als nächstes. So, dich stelle ich jetzt einfach dahin. Was habe ich alles? Habe ich das Nordtech-Zentrum schon gebaut gehabt? Oder hat ich das verloren? Ich sehe es nicht. Doch, da ist es. Nordtech-Zentrum, ja. Okay, das läuft soweit sehr gut. Der schießt auch. Ja, perfekt. Da haben wir da Dev. Nordtech-Zentrum habe ich. EMP-Pulskanone habe ich nicht. Flakstellung habe ich nicht. Heliport habe ich nicht. Dev-Generator habe ich nicht. Obelisk habe ich nicht. Okay, dann fangen wir an. EMP-Pulskanone. Dich stellen wir hier hinten hin. Dass wir hier auch ein bisschen Dev notfalls weiter hinten in der Basis haben und nicht einfach nur alles oben steht, auch wenn ich da hinten die Dev wahrscheinlich nicht so dringend brauche. Du baust dich hier auf. Erzfeldverteidigung. Ich hoffe, ich werde sie nicht brauchen. Du baust dich da auf. Perfekt. Strom. Weiß ja nicht, ob der gleich reichen wird. So, wir bauen weiter. Bau abgeschlossen. Das hier. So, 5 Kampfbuggies. EMP-Puls, den kommt dahin. Du stellst dich dort auf. Erweitertes Kraftwerk. Wird gebaut. So, jetzt haben wir gleich kein Geld mehr, aber
Davon geht die Welt nicht unter. Einheit bereit. Hier bitte weiterbauen, danke. Wird gebaut. So, und dann sieht die Base Staff doch langsam richtig gut aus. Bau abgeschlossen. Dafür, dass ich gedacht habe, dass wir hier Probleme kriegen werden, läuft das doch mittlerweile. Das kommt mal dort daneben. Die MP-Pulskanone habe ich gebaut, die lädt auch auf. Also, Nordtech-Zentrum habe ich, Flakstellung habe ich, Heliport. Wird gebaut. Wie gesagt, ich weiß nicht, was genau mir fehlt, damit ich diese Dinger aufbauen kann, um die es geht. Ich werde das noch rausfinden, aber momentan weiß ich es einfach nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas von dem ist, was mir jetzt hier fehlt. Aber also das, was ich mir noch am meisten vorstellen könnte, wäre tatsächlich der Stealth-Generator. Den bauen wir jetzt auch. Wird gebaut. So, nachdem wir das haben, bauen wir jetzt dann 5 Maulwürfe und wir bauen jetzt hier erstmal auch weiter Armee. Einfach damit wir für den Fall der Fälle was haben, womit wir angreifen können, beziehungsweise ich möchte ja gerne noch die Karte erkunden, was hier oben ist, dass wir da ein bisschen sicherer sind und überhaupt, ich glaube zwar wieder, dass wir völlig falsch spielen werden, aber ihr kennt das ja. Ihr kennt mich doch. Ich spiele doch immer nicht unbedingt nach den sinnvollsten Varianten, die es gibt. Interessant wäre noch die Frage, da oben steht die ganze Zeit, da errichten sie einen Stützpunkt. Wir haben ja einen Stützpunkt. Was fehlt denn mein Stützpunkt? Habe ich eigentlich noch mehr Gebäude, die jetzt dringend fehlen? Das habe ich. Raffinerie habe ich, Hanfnot habe ich, Funk, Radar. Also, eine Nordmauer würde fehlen, ein Tor würde fehlen. Tore. Die Betonplatten würden fehlen. Und der Laserzaunposten. Okay, damit kann ich leben. Maulwurfpanzer 5 Stück. Wird gebaut. Hier bekommt man die 1 hier. Stellt euch mal ein Stück schon mal da unten hin. Und allgemein den Sammelpunkt hier mal versetzen wieder. Können wir nicht. Hier müssen wir kurz reagieren. Und jetzt könnt ihr zurück. Zu wenig Geld. Einheit bereit. Hat auch unerwartet gut geklappt. Der hat einen Schuss gefressen. Kann ich mit leben. Ich kann mit allen leben, was hier gerade passiert ist. Alles cool. Es war auch nur ein kleiner Angriff. EM-Schockwerfer bereit. Ich bin verwundert, mit welcher Ausdauer er hier Soldaten hinschickt. Meine Güte. Wieso gibt der nicht auf? Was hat er davon? Ich check das nicht. Und ich mache mir auch große Sorgen, wenn ich mir das hier unten angucke, dass wir bald kein Erz mehr haben, was in erreichbarer Nähe ist. Werden wir wahrscheinlich darüber bald Gedanken machen müssen. Jetzt stelle ich hier den Stealth-Generator hin. Der unnötig teuer ist. Zu wenig Energie. Und neben unnötig teuer gebaut. Gestoppt. Unnötig viel Strom gebaut. Braucht. Da bin ich jetzt selber gerade drüber verwundert. Hier könnten wir gebaut. Danke, Kraftwerk bauen. Ist hier was dazugekommen? Nein. Okay, dann kommt gleich unser Raketensilo dran. Ja, ungünstiger Zeitpunkt. Das war das zum Strom wegnehmen, ne? Genau, perfekt. So, dann geht wieder alles online. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mann, Mann, Mann. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich hier einmal alles anklicken, wie ihr das von mir gewohnt seid. Das ist eigentlich ein alter Bug, aber... Okay, so. Erweitertes Kraftwerk. Hier daneben. Nee, dahin. So. Noch ein erweitertes Kraftwerk. Das Ding online bringen. Gebäude zugeschaltet. Oi, oi, oi.
Mann. Ballert das Ding Strom raus. Bau abgeschlossen. Das habe ich nicht erwartet. So, und jetzt noch ein Raketensilo. Und wenn dann... gebaut. Wenn ich dann kein Abfallding bauen kann, in welcher Form auch immer, dann gehen wir die Karte erkunden. Und weiß halt nicht, was ich zu machen habe dann. Wird gebaut. Notieren wir noch die hier. Hier unten müsste ich auch bald mal reagieren. Einheit bereit. Ich bin auch übrigens immer wieder verwundert, dass die Nordmods nicht in die Luft geschossen haben. So wenig Geld. Ich weiß gar nicht, ob die in die Luft schießen können, aber was hätte ich denn sonst, was in die Luft schießt? Keine Ahnung. Ich werde die Nordmods weiter benutzen. Die könnten natürlich ein Problem werden, wenn ich nichts habe, was in die Luft schießen kann. Wunderschön. So, Raketensilo. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Iberiumabfallanlage. Da haben wir sie. So, Optionen. Einsatzziele. Zerstören Sie den GDI-Stützpunkt. Errichten Sie einen Stützpunkt und bauen Sie eine Tibera und zerstören Sie den GDI-Stützpunkt. Das war doch aber so, dass es dann hier losging, oder? Einsatzziele. Die Straße durch den Sektor ist für unseren Nachschub sehr wichtig. Wenn es gelingt, einen Stützpunkt zu errichten und eine Tiberium-Anlage zu bauen, können wir chemische Raketen abfeuern. Der GDI-Stützpunkt im Sektor verfügt über keinerlei Verteidigungseinrichtung gegen Raketen. Zerstören Sie den Stützpunkt, sobald die Konvois mit den Tiberium-Abwehren eintreffen. Alles klar, wir bauen es. Wird gebaut. Wollen wir keine Sorgen machen. Und ich weiß jetzt übrigens nicht, ob die Tiberium-Anlage das letzte war, was fehlte. Oder, aber am Ende auch sowas wie von egal, wir haben's. Es läuft. Einheit bereit. Der Rest interessiert mich nicht. Nur noch die 5 Nordmods. Wir produzieren natürlich, selbstverständlich, jetzt dauerhaft weiter Armee. Was auch sonst. Ich habe ein bisschen ein Problem, dass ich nicht weiß, wo ich sie hinstellen soll. Weil kein Platz in meiner Basis ist. Egal, jetzt überleben. Die Tiberium-Abfahranlage kommt ganz hinten. Ich glaube, wir werden nochmal Stromprobleme gleich kriegen. Gucken wir mal. Ob wir das geregelt kriegen hier. Ich weiß auch nicht, wo die Verstärkung genau herkommt. Wie, was, wo. Aber ich denke, meine Armee ist groß genug, dass ich zumindest die Verstärkung eskortieren kann. Das ist das meine Hoffnung. Praktisch schauen wir mal. Ach ja. Und man merkt auch so langsam, dass das Erzfeld auch hier ganz schön weit an den Rand gekommen ist. Einheit bereit. Du kannst mal dorthin fahren, wenn du willst. Wenn wir nämlich die da wegballern, wenn die immer landen. Also langsam sind die, kommen die mir etwas zu nah. Und könnt auch dich dorthin. Ja, dorthin passt. Stellen wir dich mal dahin. Einheit bereit. Eigentlich könnte man sie sogar dahin stellen. Könnte zwar schief gehen, aber wir probieren es. Komm. So, da aufbauen. Go. Bitte alles anschießen, was du findest. So, Tiberium kriegen wir gleich, die Tiberium-Anlage. Ich vermute, mir fliegt der Strom nochmal um die Ohren. Zu wenig Geld. Ich muss jetzt gleich noch gucken, wo ich sie hinstelle. Ob ich dich hier unten im Stealth-Bereich hinstelle? Ja, wenn wir. Vorrangiges Ziel erreicht. Perfekt. So. Aber das Kraftwerk wird gebaut. Okay. Kann ich das verhindern, dass du fährst? Offensichtlich nicht. Gut, dann. Einheit bereit. Auf geht's. Bau abgeschlossen. Wir müssen eskortieren. Kraftwerk. Einheit bereit. Dahin. Base-Dev steht. Wir können jetzt nichts anderes machen, außer
versuchen zu reagieren. Dass wir vielleicht den ersten Sammler durchkriegen. Einheit bereit. Wird auch nicht nochmal neu gespeichert. Das ist aber auch für mich kein Weltuntergang. Ist der da weg? Ich muss mich aber jetzt halt leider auch erstmal aus dieser Richtung jetzt hier rankämpfen. Das kann halt jetzt mal dauern. Oi, oi, das ist so eine Arschloch-Einheit. Die kann richtig reinbumsen. Verloren. Ja, Hauptsache, es kommt nochmal ein neuer. So, Kampfbuggy. Wird gebaut. Dahin. Das kommt noch mit dazu. Einheit verloren. So, das da angreifen als nächstes. Ich wollte nicht die Base platt machen. Einheit verloren. Das läuft auch gerade alles andere als gut. Wir brauchen nochmal mehr Anti-Air. Wird gebaut. Wie wir hier eindrucksvoll gerade zu sehen bekommen. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Flakstellung. Wird gebaut. Gut, das ist weg. Da drauf. Kannst du das angreifen? Du kommst zurück. Ich könnte das nicht angreifen, das ist ja so bitter. Einheit bereit. So, machen wir das Fixblatt. Wie kriege ich jetzt die Anti-Air hier weg? Mit welcher scheiß Einheit? Mit einer Flakstellung. Möglichst nah hier unten dahin. Mal gucken, ob ich sie da rangelockt kriege. Verstärkung ist eingetroffen. Ich würde echt gerne da oben abfangen. Ich glaube, ich krieg das nicht hin. Dahin, los, go. Greif das an. Gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Gebaut. Artillerie, Stealth Panzer, Bazooka Infanteristen. Wird hergestellt. Oh go. Bazooka Infanteristen mit Sammelpunkt. Da. So, ihr seid auf dem Weg nach da oben. In der Hoffnung, dass ich da rechtzeitig bin. Einheit bereit. Ich hege bei eurer Fahrtfindung noch ein wenig Zweifel, dass die sinnvoll ist. Ach, die Einheit kriege ich auch nicht rechtzeitig, oder? Nee. Einheit bereit. Das wird nix. Dann machen wir hier ganz normal. Einheit bereit. Konvoi LKW verloren. Einheit verloren. Useful Angriffe. Wird gebaut. Und versuchen dafür zu sorgen, dass der Einheit nächste Konvoi dann wenigstens durch kann. Sammler wird angegriffen. Ja, ja, Sammler wird angegriffen, war klar. So, ihr seid da, perfekt. Ja. Einheit verloren. Noch mehr davon. Liegt dir davon überhaupt irgendwas platt oder ist das eine Anti-Einheit? Weil die kriegen das platt. Okay, es wird dauern. So, das da angreifen. Einheit bereit. Ja, das klappt, das kriegen die hin. So, dann kannst du. Einheit bereit. Dahin. Einheit verloren. Perfekt. Einheit so, hier muss ich jetzt reagieren. Das hier sieht nicht gut aus. Gar nicht gut da drauf. Einheit bereit. Fünf davon. Da drauf. Einheit verloren. Da drauf. Und der da weg. Hui. Okay.
Die 20 Minuten ist rum, wir gehen einmal die nächste Folge und Mann, hat mich wieder gefordert, aber es sieht ganz gut aus. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Dann schauen wir hier weiter mit der Dev, beziehungsweise hoffen, dass wir endlich uns schaffen, hier aufzubauen. Schaffen, den ersten Konvoi durchzukriegen. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiß. Und sagt immer zum Schluss: Tschüss mit Ö.